Und wir steuern unser Boot den Fluss hinab und halten dabei Ausschau nach diesem gefährlichen Monster. Ah, da haben wir auch schon ein riesiges Königskrokodil. Es muss mindestens 4 Meter, also 12 oder 13 Fuß lang sein. Dieses Krokodil hat so viel Kraft im Kiefer, dass es mir den Kopf locker abbeißen könnte. Wenn ich hier 200 Kilometer vom nächsten Krankenhaus nicht gebissen werden will, muss ich verdammt vorsichtig sein, wenn ich ihm den Daumen ins Arschloch ramme. Oh Mann, das Krokodil hat jetzt eine Stinkwut. Ich werde ihm jetzt meinen Daumen in die Rektalöffnung rammen, dann wird er erst recht eine Stinkwut bekommen. Wow, das passt ihm jetzt überhaupt nicht. Ich muss sehr vorsichtig sein. Das war mal ein Krokodil mit einer Sauwut. Aber ich habe es geschafft, mit ein paar kleinen Kratzern und einem zerquetschten linken Hoden davon zu kommen. Nächste Woche halten wir Ausschau nach weiteren Kreaturen, damit wir mehr über sie erfahren können, indem wir sie ordentlich wütend machen. Danke fürs Zusehen. Es ist schon lange her, der Tsunami peitschte den Strand. Da sahen wir zum ersten Mal diesen Typ aus Känguruland. Crocodile Hunter war sein Name und er machte uns ganz froh. Denn all den großen Tieren steckte er seinen Finger in den Po. Das waren schon harte Dinger. Stevie Irvine, du hattest immer braune Finger. Du lagst nächtelang auf der Lauer und die Kamera hielt es stets fest. Du zeigtest uns den Kampf der Primaten gegen den Rodungsstress. Wie viele Tiere hast du durchgenommen? Im Rausch vom Dschungelfieber. Krokodil oder Pavian, oh, immer wieder. Stevie Irvine, das waren schon harte Dinger. Stevie Irvine, du hattest immer. Summer.